Ja, vielen Dank, Frau Bruns. Ich wäre natürlich in einer halben Stunde viel besser drauf. Es ist jetzt doch noch sehr früh für mich. Sie auch, ja. Aber wir müssen damit umgehen. Ich habe jetzt noch ein zweites Problem. Herr Pfeiffer hat sein Gerät hier aufgebaut. Ich muss aus der Hand sprechen. Also das sind schon wahnsinnige Handicaps, mit denen ich hier zu tun bekomme. Also, herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung und ich will mal versuchen, ein bisschen den Rahmen zu skizzieren, in den wir, das heißt eine Regulierungseinrichtung, das Thema stellen. Und da fange ich ziemlich weit vorne an. Seit Platon, Sie erinnern sich, das ist lange her, seit Platon die Einführung der Schrift, ausgerechnet ein Philosoph, die Einführung der Schrift kritisiert hat, ist der Verdacht eigentlich aus der Flasche. Seither stößt jedes Medium auf mindestens zwei sehr kritische Fragen. Erstens, wer nutzt es? Was immer heißt, wer darf es nutzen? Wer ist drin? Wer bleibt draußen? Und die zweite Frage, welche Wirkung übt es auf den Nutzer aus? Diese Fragen werden von Regulierern gestellt, also solchen wie mir etwa, auch von solchen, die die Medienmacht haben und dazu neigen, sie nicht abzugeben. Sie sehen ihre Kontrolle über den Nutzer schwinden, das war auch Platons Argument. Wie kann man denn noch kontrollieren, wenn jeder x-beliebige Mensch schreiben und lesen kann? Wo wird das hinführen? Eine höchst philosophische Frage. Vor allem die Besorgten stellen diese Wirkungsfrage. Sie rühmen zunächst bei jedem Medium den neuen Spielraum. Mehr Informationen, mehr Wissen, mehr Kommunikation. Ich würde darum bitten, auch mehr Licht. Nee, hier vorne nichts mehr. Danke. Aber kaum sind diese neuen Chancen ausführlich und theoretisch beschrieben, legt sich dann über alles der dunkle Gedanke, wie riskant das sein könnte. Das war so bei der Schrift, das war so beim gedruckten Buch. 1773 zum ersten Mal belegt das Wort Lesesucht. Sie kann schlimme Folgen haben, wusste man damals. Ich zitiere, falsche Partnerwahl, seelische Zerrüttung, ökonomischer Ruin. Und die besonders gefährdeten Gruppen waren Knaben und Frauen damals. Das war auch so, als der Film aufkam am Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein gewisser William Healy, Direktor am Psychopathic Institute des Jugendgerichts in Chicago, hat in seinem Buch The Individual Delinquent 1915 173 Fälle gesammelt, die über das Entstehen von Verbrecherkarrieren Auskunft geben sollen. Und er merkt dann an, besonders Kinofilme sind es, die sich hier auswirken. Die Macht des Visuellen, sagt er, ist aufs Tiefste verknüpft mit dem Betrachten der Entstehung von Kriminalität. Also je mehr man sich sozusagen mit bewegten Bildern voll macht, desto geneigter. 173 Fälle. Als das Radio aufkommt, Mitte der 20er Jahre, und in Amerika die ersten Untersuchungen gemacht werden von einem der großen Medienforscher, Paul Lazarsfeld, im Jahr 1940, zitiert er zwei Risiken, auf die er sozusagen im Meinungsklima stößt. Die zwei wesentlichen Dinge, sagt er, die mit Blick auf Tagesserien, das war ein Format im Radio damals,
sich herausstellen, wenn man die Leute fragt, ist, dass diese Serien Frauen, ich weiß nicht woran, das liegt aber auch eher, sagt Frauen zu weniger verantwortlichen Bürgern macht und dass das Ganze in schwere emotionale Schwierigkeiten führt. Das Radio. Das Fernsehen, noch jung, registriert schon die ersten Fälle von Fernsehsucht. Von Anfang an ziehen die Vielseher das Erstaunen der Beobachter auf sich. Vielseher heißt über 3 Stunden täglich, was im Vergleich zur amerikanischen Fernsehnutzung eigentlich eher ein Schwachseher wäre. Es gibt den Begriff vom Fernsehentzug. Man beachtet das Wort Entzug. Das klingt nach Diät und Suchtklinik. In den 60er Jahren findet das Fernsehverbot sozusagen seinen Eingang in die klassischen Erziehungsmaßnahmen. Der fernsehfreie Tag, eine Erfindung des Planungschefs von Helmut Schmidt, wird ähnlich wie der autofreie Tag mindestens diskutiert, nicht realisiert. Das jüngste Medium, das Internet, wir lesen jeden Tag über die Dinge, die dort möglich sind und über die unschätzbaren Vorteile und Qualitäten, aber natürlich, wir stoßen auf so Phänomene wie Cybermobbing, eine Denunziantenvariante der digitalen Art, die nachweislich Menschen in den Selbstmord getrieben hat. Internet ist ein neues und hochproblematisches Verteilmedium für Kinderpornografie, für Rassismus, für Faschismus. Und das womöglich jüngste Verbreitungsmedium, das Computerspiel, erlebt wie einst die Schrift auch diese Karriere zwischen Chance und Risiko, zwischen Stigma und Verherrlichung, zwischen Aufstieg und Absturz. Frankfurter Allgemeine Zeitung von heute, Seite 3, eine große Geschichte über einen jungen Mann, der sozusagen seine Identität in die Virtualität übersetzt und kaum noch zurückfindet. Meine Damen und Herren, jenseits von Alarmismus und populistischer Angstmacherei ist der Risikofaktor bei der Nutzung von Medien, speziell von Massenmedien, etwas, was wir jederzeit sehr ernst nehmen müssen. So wie man sich falsch ernähren kann, so kann man auch auf eine selbstbeschädigende Weise kommunizieren. Medien können jederzeit gesellschaftlich unerwünschte Inhalte, aber eben auch ein unerwünschtes, ein prekäres, problematisches Nutzungsverhalten verursachen. Denken Sie, was die Inhalte angeht, an zu viel Meinungsmacht in einer Hand, etwa des Staates oder wirtschaftlich mächtiger Personen, manchmal wie derzeit in Italien fällt das ja sogar zusammen. Denken Sie an das Thema Gewaltdarstellungen, an die Verbreitung kinderpornografischer Bilder. Denken Sie an all das, was mit dem Begriff der Abhängigkeit zu tun hat. Und erwägen Sie gleichzeitig, dass Medien im Sinne einer Beschäftigungsmöglichkeit für Menschen natürlich genauso abhängig machen kann wie Arbeit. Das ist alles eigentlich unstrittig. Es gibt Diskussionen, es gibt auch Streit über die Frage, wie man sich mit diesem Phänomen zurechtfinden kann. Wie man das Risiko bändigt, wie man ihm gewissermaßen die Zähne erst zeigt und sie dann anschließend zieht. Da bieten sich neben anderen vor allem 2 Möglichkeiten an. Die erste verbindet sich mit dem Begriff der Regulierung. Der Staat erlässt Gesetze, in denen grob bestimmt wird, was sein darf und was nicht sein darf. Der Staat beauftragt dann Institutionen, die Einhaltung, in diesem Fall der Mediengesetze, überwachen. Dazu zählen Rundfunkräte, Landesmedienanstalten, der Deutsche Presserat, die freiwillige Selbstkontrolle, Spielfilm. Dazu zählen aber auch immer mehr die Verwaltungsgerichte und zuletzt das Bundesverfassungsgericht. Sie alle sind gehalten, im Kontext der Medien Abweichungen vom Gesetz zu ermitteln und zu sanktionieren.
Das ist sozusagen die Kategorie Kind im Brunnen. Und was macht man, wenn es im Brunnen ist? Wie heilt man die Sache? Was macht man mit den Verursachern des Sturzes? Die zweite komplementäre Möglichkeit verbindet sich nun mit dem Tages- und Tagungsbegriff der Medienkompetenz. Sie gründet in der Überlegung, dass man nicht warten soll und auch nicht warten muss, bis die Kinder in den Brunnen fallen, sondern dass man schon vorher dafür Sorge tragen kann, dass es dazu möglichst nicht kommt. Ich drücke mich ein wenig vorsichtig aus, weil alle generellen abschließenden Bemerkungen hier in die Irre führen. Medienkompetenz ist so etwas wie prophylaktische Regulierung. Sie verfährt nach der Logik, ein Problem, was es nicht gibt, muss man auch nicht lösen. Damit man diesen Ansatz fruchtbar macht, muss man die Dinge, und das ist ein erster Punkt der Veränderung zur alten Medienbetrachtung, man muss die Dinge aus der Sicht nicht des Anbieters, sondern des Nutzers und seiner Lebenswelt sehen. Er ist es jetzt, der lernen kann, was er in seiner je sehr besonderen Lage, und ich betone das, es ist eine sehr auf den Einzelnen jeweils zugeschnittene Fragestellung, also was er mit Blick auf seine Lage mit Medien machen kann und was Medien mit ihm machen, wenn er sich ihnen gewissermaßen bewusstlos oder auch nur ahnungslos aussetzt. Die Zielvorstellung von Medienkompetenz ist es, den Nutzer zu befähigen, so mit einem Medium umzugehen, dass er dabei die Risiken weitgehend reduziert und die Chancen optimal nutzt. Ein Problem der größeren Art ist in diesem Zusammenhang, dass im Blick auf die Wirkung der Medien weit mehr Behauptungen als Fakten im Umlauf sind. Schon die Frage nach dem Ob einer Wirkung hat es mit einer Fülle von Faktoren zu tun, die dieses Ob im Weiteren definieren oder auch ausschließen. Das ist Bildungsgrad, Umfeld, Eltern, Schule, Medienbudget, wirtschaftliche Lage. Es gibt hier keine glatten und eindeutigen Antworten. Und noch weniger ist das der Fall, wenn wir uns mit der Frage befassen, wie diese Wirkung entsteht. Meine Erfahrung sagt, dass ich eigentlich jedem misstraue, der mir sagt, er wisse, wie das geht. Auch nach 50 Jahren Medienwirkungsforschung, die in den ersten 30 Jahren fast ausschließlich vom Militär in Amerika finanziert worden ist. Selbst diese 50 Jahre haben nicht mehr als ein paar sehr plausible Hypothesen hervorgebracht, mit denen man arbeiten kann, aber die man nicht als eine abschließende Erkenntnis missbrauchen sollte. Auch die jüngste Helferin in dieser Wirkungsfrage, die Hirnforschung, geht mit ihren Ergebnissen sehr vorsichtig und verantwortungsvoll um und vermeidet den Eindruck, man wisse genau, was zwischen A und B wirklich passiert ist. Medienkompetenz hat, meine Damen und Herren, einige fast Jahrzehnte bedeutet, darüber aufklären, wie Fernsehen funktioniert. Dieser Ansatz ist inzwischen nicht mehr ganz frisch. Konvergente Entwicklungen heben die Grenzen zwischen den Medien mehr und mehr auf und heben auch die Grenzen der Nutzung mehr und mehr auf. Nehmen Sie Ihr mobiles Telefon und prüfen Sie, welche Features Sie dort beieinander haben und wie schnell Sie von einem ins andere über die Menüführung wechseln können, dann stellen Sie fest, hier verschwimmen sozusagen die alten Reinheiten. Sie können auf Telefonen fernsehen, Sie können Radio hören, Sie können noch nicht den Blutdruck messen, das wird aber auch noch kommen, aber Sie können übrigens auch telefonieren, aber es ist ein Vielfachgerät, das den alten klassischen Zuordnungen eigentlich nichts mehr gibt. Und das bedeutet, dass man den Medienkompetenzansatz ausweiten muss auf alle
ich sage mal, wichtigen Medien und die Beziehung dieser Medien untereinander ebenso in den Blick nimmt, wie die Beziehung dieses Ensembles auf den Einzelnen. Dabei ist eine Schwierigkeit besonders hervorzuheben, die sich einfach aus dem Umstand ergibt, dass wir uns im Moment auf dem Übergang einer alten, analogen Medienkenntnis und Erkenntnis zum Digitalen befinden. Die Kompetenzfrage war schon im analogen Bereich eine sehr komplexe und mit der Digitalisierung, vor allem mit dem Netz, kommt eine Grammatik ins Spiel, die wir eigentlich erst lernen müssen. Das Wort Netz bedeutet im Unterschied zur analogen Kommunikation, die überwiegend linear verlaufen ist und einen Anfang und ein Ende hatte, Netz bedeutet, diese alte Betrachtungsweise hat sich erledigt. Es gibt keinen Anfang und es gibt kein Ende. Das Wort Netz verbirgt das ein bisschen, aber wenn Sie die Knotentechnologie sich ansehen, werden Sie das sofort akzeptieren. Es geht nicht mehr von A nach B, sondern es geht in einer zirkulären Struktur, wenn ich kommuniziere. Und das ist eine neue Qualität, und an die muss man sich gewöhnen und die muss man gewissermaßen lernen. Oder nehmen Sie das Thema Daten. Daten waren auch analog ein Thema, aber jetzt sind sie es erst richtig geworden. Daten, die man ins Netz gibt, ja, stehen gewissermaßen unter einer Ewigkeitsgarantie. Sie sind unauslöschlich. Was das bedeutet, beginnen wir ganz allmählich erst zu verstehen, was das Abgeben von Daten bedeutet, was Datenarmut beim Kommunizieren bedeutet und auch was die Paradoxien dabei hervorbringen. Auf der einen Seite sollen wir alle Online-Banking machen und geben dabei alle Daten dieser Welt ab. Eine interessante Unredlichkeit in der öffentlichen Proklamation digitaler Geräte. Die einen sagen, gebt nichts ab. Und dieselben sagen, ohne abgeben ist aber auch nichts. Also das sind Fragestellungen, die neu sind und die die Kompetenzfrage, über die wir ja reden, auch in ein neues Licht stellen. Das Schwierigste im Digitalen ist aber, dass Digitalisierung ein anderes Wort für Unsichtbarkeit ist. Alles spielt sich im Wesentlichen unsichtbar ab und kommt sozusagen erst wieder ins Sichtbare, wenn es reanalogisiert wird. Die Prozesse selber kennen wir nicht. Da kommunizieren Maschinen mit Maschinen nach irgendeinem Regelsystem, das man dann mit einem sehr transparenten Wort Algorithmus nennt. Und was da in Wirklichkeit passiert, entzieht sich uns. Das heißt, auch hier ist der Umgang mit der Unsichtbarkeit ein Lehrstoff. Wir müssen uns nach neuen Agenturen des Glaubwürdigen, des Vertrauens umsehen. Wenn alles unsichtbar ist, wüsste man doch gerne, auf wen man sich noch verlassen kann. Alles Fragen, die in diesem Kompetenzzusammenhang neu aufkommen. Nehmen Sie das Beispiel Google dafür. Kein Mensch weiß, was mit Ihrer kleinen Anfrage über das Wetter in Dortmund passiert und wann Sie die erste Zusendung von Klimabüchern erhalten und wo diese kleine Information gelagert wird, wie lange wer das macht, womit sie gematcht wird, also wo die werberelevanten Eigentümlichkeiten ihrer Persönlichkeit ausgeguckt werden, das wissen sie nicht. Aber sie lieben Google. Das ist eine Art von medialer Liebe, die man sich sehr genau überlegen kann. Aber wenn sie nur einen Liebespartner haben, ist es auch schwierig. Also, die Unsichtbarkeit ist ein Thema, auf das wir uns zubewegen müssen und bestätigt eigentlich die Behauptung, dass Medienkompetenz eine Orientierungs- und Überlebenskompetenz in der digitalen Welt mehr denn je ist. Eine Ergänzung der Steuerung durch Selbststeuerung, eine Ergänzung der Wirtschaftspolitik durch Bildungspolitik.
Ich will Sie jetzt nicht weiter, weil, wie gesagt, ich habe meine Betriebstemperatur noch nicht ganz erreicht und ich will Sie jetzt nicht weiter mit diesen Dingen behelligen. Vielleicht nur noch eine abschließende Bemerkung, wie man das alles organisiert und wie man das konkretisiert, das ist nicht mein Geschäft. Das machen wir in unserer Landesanstalt auf eine bestimmte Weise mit Projekten und auch mit Kombinationen mit Partnern. Aber das könnte und kann sicher heute auch Gegenstand Ihrer Überlegungen sein. Wir machen zum Beispiel in diesem Jahr 800 Elternabende, das halten wir für ziemlich viel. Die machen wir nicht selber, aber wir organisieren den Betrieb dafür vor. Und entschuldigen Sie, dass ich das Wort Geld wenigstens einmal erwähne, wir finanzieren das auch. Also das sind Dinge, die Sie konkret zu erörtern haben, wo es keine richtigen Vorgaben geben darf und auch nicht muss. Ich würde mich freuen, wenn Sie sozusagen vom Ansatz her in diese Richtung unterwegs sein könnten und wo wir Ihnen als Regulierer, als Projektorganisator dabei helfen können, werden wir das gerne tun. Frau Moderatorin, bin ich jetzt so, dass der Nächste könnte, wenn er da wäre? Ja. Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen. Guten Morgen.